Es ist 12.50 Uhr. Manch einer wird sich beim ersten Mal des Lesens überlegt haben, was haben die sich für einen ganz blöden Termin rausgesucht. 12.50 Uhr beim zweiten Lesen ist es klar, das Jahr, in dem wir unser 1250. Jubiläum feiern, hat begonnen. Ja, es hat gestern begonnen und gleich heute mit einem Highlight. Die Lorscher Sonderbriefmarke, sie ist da. Ja, ich heiße Elke Flato, ich lebe seit einem Dreivierteljahr erst in Lorsch und freue mich natürlich, dass nächstes Jahr hier großes Jubiläum ist. Und bin jetzt einfach ganz gespannt auf die neuen Marken und habe gar nicht erwartet, dass hier heute so viel los ist. Ich habe gedacht, ich kann vor Mittagessen noch schnell hier reinspringen und ein paar Marken kaufen, aber jetzt stelle ich mich auch gerne so ein halbes Stündchen oder wie lange es dauert an, um mir die neuen Marken zu holen. Und deshalb ist es, glaube ich, ein schöner Tag, dass an die Gründung des Klosters zum 1250. Jahr in dieser Weise auch durch eine Briefmarke erinnert wird. Nicht nur für diejenigen, die Lokalgeschichte betrachten, sondern ich glaube, die Wirkung der Marke wird ja national sein. Sie wird bundesweit im Verkauf und Versand sein und wird auch grenzüberschreitend eingesetzt. Und ich glaube, das ist dem, was das Kloster Lorsch bewirkt hat, nämlich von hier aus lokal, grenzüberschreitend, man kann sagen, Herr Schäfers, weit nach Europa hinein zu wirken. Wir haben es heute am 2. Januar gekauft, weil unser Sohn heute 12 Jahre alt wird und dass er eine Erinnerung hat für den heutigen Tag. Und auch heute für das Stadtjubiläum der Stadt Lorsch, 1250 Jahrfeier, haben wir extra für ihn diese Sonderbriefmarke gekauft, dass er dann auch mal in 20, 30 Jahren eine schöne Erinnerung daran hat. Mein Name ist Detlef Obergeld, komme aus Heilbronn, bin Briefmarkenfreund und Geschichtsfan. Und weil es den Sonderstempel von Kloster Lorsch anlässlich der 1250 Jahrfeier gibt, bin ich hierher gekommen, um mir diesen zu holen. Ich stehe schon seit einer halben Stunde in der Schlange, warte aber weiterhin geduldig, um mein Ziel zu erreichen. Und ich bin jetzt in Berlin als Staatssekretär.